Kilometer von hier in Cornwall bis nach Cork in Irland. Und dazwischen nichts als Wind und Meer. Hey, Boss! Ja. Ist das nicht dein Masseur? José Cullen José? Wird diese Strecke nämlich als Drachenflieger zurücklegen. Also der Plan ist, dass ich den Drachenlauf nehme, dann das macht er also jetzt. Einmal über die Klippen und dann hoffe ich, dass ich relativ schnell 2000 Meter... Warte mal, stopp das. Gib mir die Fernbedienung. Meinst du schaffst das? Ich weiß, dass ich schaffe. Wegen im Ausland. Mr. Urquhart, was kann ich für Sie tun? Ich wollte noch mal fragen, ob Sie was von Melanie gehört haben. Nein, sonst hätte ich mich doch bei Ihnen gemeldet. Natürlich. Was sagten Sie noch mal? Wo ist sie hin? So genau hat sie es nicht gesagt, nur ins Ausland. Sind Sie sicher? Ziemlich sicher. Komisch, ich habe sie im Fernsehen gesehen und es sah aus wie Cornwall. Vielleicht hat sie ihre Meinung geändert. Vielleicht hat sie Ihnen eine Handynummer hinterlassen. Nein! Margaret, was ist? Hallo, Melanie. Hast du mich vermisst? Wo hast du das Handy? Deine Nachbarin hat es mir geliehen. Sie findet übrigens auch, dass du mir mein Geld zurückgeben solltest. La conexión tiene un error. Wer ist da? Lamentamos el error. Entschuldigen Sie bitte. Kennen Sie vielleicht diese Frau hier? Nein? Okay, vielen Dank. Sind Sie sicher? Wo? Dürfte ein paar Kilometer weiter unten gewesen sein. Vielen Dank. Das freut mich zu hören, Sweetheart. Spiel jetzt bitte nicht den Helden, okay? Was ist? Freust du dich gar nicht, mich zu sehen? Hast du gewusst, was für ein toller Drogenkurier deine Freundin ist? Ich hatte doch keine Ahnung, was in dem Koffer war. Du hast mich benutzt. Nein, das hätte dich nur nervös gemacht. Die Jungs vom Zoll riechen sowas. Ich hätte mich niemals darauf eingelassen. Das wäre doch schade gewesen. Es ist so viele Male glatt gegangen, ohne Probleme. Und alles in allem hattest du doch wirklich eine tolle Zeit. Okay, die Zeit im Knast war vielleicht nicht so schön für dich. Aber dass eine Verrückte dich mit Wasser verbrüht, hätte wirklich niemand ahnen können. Manchmal muss man eben Opfer bringen. Ich hätte mich sicherlich erkenntlich gezeigt für die Tatsache, dass du mich nicht verpfiffen hast. Stattdessen hast du, Miststück, dich mit meinem Geld abgesetzt. Hier ist nichts. Hast du schon dahinter nachgesehen? Auch nichts. Okay. Du sagst mir besser, wo es ist. Oder Big muss unangenehm werden. Das wollen wir doch alle nicht, oder? Also? Wo ist es? Sie hat's Gary gegeben. Sag mal, spinnst du? Fürs Gewächshaus. Wer zum Teufel ist Gary? Was für ein wunderschönes Familienbild. Sind das alle, die hier sind? Ja, was wollen die? Nur mein Geld. Welches Geld? Das die Kleine ihnen geliehen hat. Das haben wir doch längst ausgegeben. 250.000 Pfund? So viel hat sie ihnen also nicht geliehen. Ich hab den Rest im Garten vergraben. Du solltest die Kohle bald finden. Sonst kann dein Freund ein bisschen tiefer buddeln und sein eigenes Grab ausheben. Bewegt euch nicht. Hier, aufmachen. Wie viel fehlt? 25.000. Niemand bestiehlt mich und kommt ungestraft davon. Was zum Teufel tust du da? Tut mir leid, aber du bist mein Dämon.
Du bist so ein Vollidiot. Die Sterne lügen nicht, Boss. Ehrlich, du wirst schon sehen. Halt den Mund!